Hallo zusammen. Ja, das ist jetzt quasi das dritte Video von der Dreierreihe Selbstständigkeit bzw. sich selbstständig machen. Die anderen beiden verlinke ich euch hier. Da ging es im ersten einfach darum, was mache ich überhaupt, meine Säulen. Und da habe ich dann auch so ein bisschen erklärt, wie kommt man dazu, was muss man da beachten, was mache ich da genau. So, also auch Möglichkeiten, wo könnt ihr euch selbstständig machen oder selbstständige Einnahmen generieren. Das zweite war Schwerpunkt Network Marketing und zwar mal ganz ungeschönt und auch mal die Sachen auf den Tisch, wie es wirklich ist, obwohl ich sehr überzeugte Networkerin bin, aber es gibt halt ein paar Sachen, die sollte man wissen. Und in diesem Video soll es halt so allgemein um die Vor- und Nachteile einer Selbstständigkeit gehen oder selbstständiger Tätigkeiten gehen. Es soll so ein bisschen auch darum gehen, was muss ich eigentlich beachten? Sprich, Stichwort Gewerbeschein zum Beispiel und so weiter. Allgemein, was sind so die wichtigsten Aspekte, die man beachten soll? Was sind so meine Erfahrungen? Also einfach mal Real Talk, Vor- und Nachteile, achtenswerte Dinge zum Thema Selbstständigkeit und selbstständig machen. Ja, beginnen wir einfach mal mit den schönen Seiten, sprich mit den Vorteilen der Selbstständigkeit. Das ist natürlich zum einen auf jeden Fall die große Flexibilität, die ihr habt. Ne? Ihr seid überhaupt nicht gebunden an Arbeitszeiten, sofern ihr jetzt nicht ein Restaurant aufmacht, wo ihr Öffnungszeiten und so habt. Allerdings selbst die legt ihr ja dann auch noch für euch selber fest. Aber gehen wir mal von solchen Selbstständigkeiten aus, wie sie bei mir so vorhanden sind, sprich diese Säulen, die ich in einem anderen Video genannt habe. Ihr habt also soweit ja, maximale Flexibilität, würde ich sagen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr jetzt lieber mal einen Sonntag durcharbeitet und dafür in der Woche sagt, ich mache da mal meinen Tag frei. Ihr könnt entscheiden, ob ihr schon morgens um 6 Uhr irgendwas anfangen möchtet. Ne? Also komplett flexibel und das ermöglicht einem einfach so viele Freiheiten. Und gerade so für mich war das ganz wichtig, weil so konnte ich wirklich auch mal auf den Körper hören oder wenn es mir psychisch nicht so gut ging, war das nicht gleich so, dass ich es wieder entweder offenlegen musste oder zum Arzt für eine Krankschreibung oder so, sondern ich konnte sagen, okay, dann geht das heute mal ein bisschen langsamer, ich kriege mein Pensum irgendwie, aber dann mache ich halt immer stündchenweise was oder was auch immer. Also die Flexibilität ist natürlich ein Riesenvorteil und generell so diese Unabhängigkeit. Ne? Ihr habt keinen Chef, der euch sagt, dies, jenes, welches müsst ihr tun oder eine Chefin, wie auch immer, bevor hier noch böses Blut gibt, weil ich nur einen Chef nenne. Es gibt natürlich auch Chefinnen. So, das alles einfach flexibler, eigenständiger, selbstbestimmter einfach. Ne? Das ist ein ganz großer Vorteil. Dann ist es natürlich so, gerade wenn ihr solche Sachen macht, wie ich sie hier mache, ihr spart euch eine Menge Fahrtkosten. Ne? Ihr braucht den Weg zur Arbeit nicht, sondern ihr könnt von zu Hause aus arbeiten. Ihr könnt sagen, ich setze mich nach draußen in die Sonne. Ich habe letztens auch einfach schon bei uns im Garten morgens dann noch die ersten Sachen erledigt, wo es noch nicht zu heiß war und auch nicht zu kalt, sondern man konnte so bequem sitzen. So, das sind natürlich Dinge, die habe ich nicht, wenn ich irgendwo einen festen Arbeitsplatz habe und da ins Büro fahren muss oder in den Laden oder was auch immer. Ne? Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ihr wirklich ja Abwechslung habt, wenn ihr euch das so, wenn ihr so mehrere Sachen habt, aus die sich eure Einkünfte zusammensetzen, dann wird es auch nicht langweilig. Also ich persönlich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich da viel produktiver bin und mir das weiterhin viel mehr Spaß macht, als es das so auf Arbeit gemacht hat, wo man wusste, es ist fast jeden Tag das Gleiche. Auch wenn natürlich gerade im Einzelhandel, wo ich ja zuletzt war, auch immer wieder was Neues passiert, weil Kundengeschichten und so, man kennt das ja, aber so vom Prinzip her war es eigentlich jeden Tag so ziemlich derselbe Ablauf und hier kann ich das wirklich mal ein bisschen steuern und ein bisschen auch flexibel gestalten, was ich da und wie ich das mache. Ne, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil dabei. Das erübrigt sich natürlich oder ergibt sich natürlich daraus, dass ich eben mehrere Sachen mache. Und da möchte ich jetzt kurz den Einschub machen, was ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt habe. Es gibt ja die Leute, die sagen, dass ihr am besten euch auf eine Sache fokussieren sollt, weil nur dann macht man irgendwas vernünftig. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders und für mich persönlich wäre es eher umgekehrt. Natürlich mag es stimmen, wenn man das so sieht und sagt, wenn man jetzt sich auf ein Business nur konzentriert und wirklich nur eine Sparte, dann kommt man wahrscheinlich damit insgesamt vielleicht schneller und auch generell höher, als wenn man jetzt mehrere Sachen sich aufbaut. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, mein voller Fokus liegt darauf, dass ich
den ganzen Tag nichts anderes mache, als Texte schreibe, dass ich wirklich versuche, überall präsent zu sein, um so möglichst viele Kunden von außerhalb zu bekommen, wo ich dann auch noch höhere oder wo ich ganz höhere oder andere Beträge generieren kann und so weiter. Da würde es sicher anders laufen. Also wenn ich gucke, wie viel ich für meine kleinen Bemühungen da schon mal auch mit externen Kunden und so generieren konnte, mag das sein, wenn ich dann zwischendurch nicht noch sagen würde, so heute ist aber mal die Reisevermittlung dran, weil ich will mal wieder was für die Social-Media-Seite machen oder es ruft jemand an und sagt, ich interessiere mich für eine Kreuzfahrt, können wir mal reden, das kann auch locker mal 2 Stunden dauern, wenn man da wirklich einen Erstkreuzfahrer hat und wir den vernünftig beraten. Also und das tue ich, denn das ist mir dann wichtig, dass wenn der Kunde bei mir bucht, dass er auch möglichst, oder bei uns dann bucht in dem Fall, dass er auch möglichst dann zufrieden ist und das für sich passende Schiff, die für sich passende Reederei gefunden hat durch gute Beratung. So, wenn ich aber das alles nicht machen würde oder sagen würde, oh, jetzt habe ich mal wieder Bock zu gucken, was ist bei Clickwork, ach, kann ich mal ein paar Sachen einsprechen, ist jetzt locker, möchte ich jetzt, wäre ich da wahrscheinlich weiter. Oder auch umgekehrte Falle, ne? Ich lasse das Schreiben komplett weg und mache dann vieles auf diese, auf nochmal mehr für die Reisevermittlung oder was auch immer. Aber es ist die Frage, ob ich auf lange Sicht so produktiv wäre oder ob mir dann irgendwann mal sagen würde, das war eigentlich mal mein, in Anführungsstrichen, Traumjob oder es hat mir so viel Spaß gemacht, aber irgendwie fühle ich mich jetzt schon wieder ausgelaugt, weil es immer das Gleiche ist. So, und ein weiterer wichtiger Standpunkt, der meiner Meinung nach sogar noch wichtiger ist als so dieses Individuelle, es macht dann mehr Spaß, ist die Tatsache, wenn dir eine Sache mal wegbricht und sei es auch nur kurzzeitig, dann habt ihr immer noch ein paar andere Einnahmequellen. So, nehmen wir mal das Beispiel mit der Reisevermittlung 2020. Das ist fast nicht nennenswert, was wir da generieren konnten. Logischerweise, weil ne, dann kam Corona, niemand reiste mehr oder wirklich nur noch ganz wenige. Wir selber sind ja zwar viel gereist während Corona, aber es gab eben durchaus welche, die gesagt hätten, oh nee, das Ganze mit den Testen und dann komme ich dahin in Quarantäne. Und dann waren natürlich auch viele, die waren dann auf einmal in Kurzarbeit oder der ganze Job war auf einmal weg wegen, ne, weil, was weiß ich, die ganze Veranstaltungsbranche liegt brach, da werden welche entlassen und. Die konnten dann alles, aber keinen Urlaub machen. Selbst wenn die gesagt hätten, so wie wir, macht uns nichts, wir fliegen trotzdem, weil Test und sowas machen wir dann halt. Die konnten es dann aus anderen Gründen nicht. So, und wir waren natürlich noch nicht so groß wie ein Reisebüro, was seine Stammkunden hat, wo immer noch welche kamen, so wie wir selber ja auch Reisen gemacht haben. Das hat sich ja alles erst 2019 ergeben und wir waren im Aufbau. So hätten wir uns nur darauf verlassen. Dann hätte ich gesagt, alles andere, ich melde mich wieder bei den Portalen ab oder was auch immer oder ich lasse das alles brach liegen und habe da gar keine Routine mehr drin. Da wären mir sämtliche Einnahmen komplett weggebrochen. So, und darum finde ich es gar nicht mal verkehrt, wenn man so mehrere Sachen hat, wo man Einnahmen generiert, weil dann hat man eigentlich nicht so die Gefahr, dass auf einmal alle Sachen wegbrechen. So, das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Von daher tendiere ich ganz klar zu diesem mehrere Standbeine. Sicher ist jede Argumentation, also ich denke, das, wie ich es argumentiere und die Argumente, die ich dazu sehe und auch von anderen Leuten höre, sind sicher genauso berechtigt wie die von anderen, die sagen, ja, aber wenn du richtig, richtig, richtig was willst, was weiß ich, jedenfalls am Weltunternehmen aufbauen oder so, dann ist wahrscheinlich wichtig, dass man sagt, Fokus auf eine Sache. Aber das muss jeder auch ein bisschen ein Stück weit für sich selber entscheiden. Wichtig ist nur, dass man es für sich abwägt und da auch die, ja, in diesem Sinne Vor- und Nachteile kennt. Jetzt hatte ich hier halt schon von diesem Nachteil gesprochen, der sich auf das bezieht, wenn man sich wirklich nur auf ein Standbein stellt. So, von daher ist das eine gute Überleitung vielleicht jetzt zu den Nachteilen an sich, die allgemeinen Nachteile von der Selbstständigkeit. Und das ist zum Beispiel zum einen auch die Gefahr hin oder beziehungsweise die Notwendigkeit, dass man eine ganz starke Disziplin hat. Denn natürlich, das, was auch ein Vorteil ist, kann aber auch gleichzeitig zum Nachteil werden, nämlich dass ich selber immer entscheiden kann, ob ich vielleicht mal jetzt sage, heute ist es so schön, heute nehme ich mir den Tag einfach frei, dafür mache ich morgen viel, viel mehr als sonst. So, das ist natürlich ein Vorteil, aber es kann ganz schnell zum Nachteil werden, weil es natürlich einige Leute gibt, die dann sagen, oh ja, das war jetzt so gemütlich und eigentlich habe ich heute auch nicht so wirklich, ja, oder da könnte ich noch dies oder Freundin wollte gerade einen Kaffee trinken gehen, die hat heute Morgen frei, ich gehe mir. So, dass man dann halt wirklich irgendwann dahin kommt und gar nicht mehr so richtig bei der Sache ist und dann vieles natürlich dann in dem Moment keine Einnahmen hat, außer man hat irgendwo passives Einkommen.
So, aber selbst das muss man ja in irgendeiner Form pflegen und muss noch was dafür tun. Und man kann da nicht ständig sagen. Und das kann eben ausarten, wenn man so gar keinen Chef oder jemanden hat, der einem sagt, so, du musst jetzt aber oder jetzt kommen und du hast dann und dann dort und dort auf Arbeit zu erscheinen. Das ist natürlich ja, oder eine Disziplin, die man da aufbringen muss, die vielleicht auch nicht jeder aufbringen kann. Ich persönlich gebe zu, ich habe damit wenig Probleme. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, wenn man was macht, was einem wirklich am Herzen liegt und Spaß macht. So, also das, manches ist ja auch so, das ergibt sich aus der Freizeit heraus, ne? Also ich habe da durchaus auch schon in der Freizeit dann halt mal wieder neue Kunden in Anführungsstrichen akquiriert, einfach durch Gespräche, die sich ergeben haben, sei es dann eben eine Reise oder sei es dann eben auch was vom Network oder was auch immer. So, das hat mir jetzt noch nie Probleme bereitet. Ich kann das sehr gut handeln und wenn ich mir mal meinen Tag rausnehme, dann weiß ich aber auch, ich mache das am anderen Tag dann fertig oder was auch immer. Aber es gibt eben auch andere, beziehungsweise man muss sich da reinfinden. Und dazu gehört eben auch, dass man sich einen strukturierten Tagesablauf an sich macht. Also, dass man zwar die Freiheit hat zu sagen, ich fange jetzt um 8 Uhr an zu arbeiten, aber dass man irgendwie so ein bisschen Struktur im Tag trotzdem hat, auch wenn man das Ganze so aufbaut, dass man also wirklich sagt, man muss das Business seriös angehen und man muss jetzt sagen, man ist selbstständig. Und wenn das auch solche Sachen sind, wo andere vielleicht drüber lächeln, aber es ist dein Business, es ist deine Quelle, um Geld zu generieren oder Gelder zu generieren, dann mach das bitte auch ernst, weil das ist wie eine Arbeit. Du musst es ernst nehmen. So. Ein weiterer Nachteil, jetzt zieht so ein bisschen darauf an, was ich jetzt gerade gesagt habe, so auch wenn andere es vielleicht nicht ernst nehmen. Und das ist ein ganz großes Problem, besonders wenn ihr in solchen Bereichen tätig seid, wie ich das zum Großteil bin, die viele Leute so noch gar nicht kennen oder die nicht so anerkannt sind, gerade so vielleicht bei Leuten, die auch in eurem Alter sind, aber damit nicht so aufgewachsen sind, beziehungsweise sich da nie so reingehangen haben, weil die einfach nicht so, ja, Social Media oder internetaffin sind oder auch die Generationen, die noch älter sind, sprich eure Eltern, vielleicht die Großeltern, was auch immer. Da kommen dann vielleicht auch so Sachen wie, was ist das denn für ein Quatsch? Und ach, das ist doch nichts, das ist doch keine Arbeit oder auch diese Vorurteile immer gerne so von wegen, was du dir dann anhören musst, so, ja, du arbeitest ja gar nicht richtig oder ach, du hast doch Zeit, ach, du machst doch nur ein bisschen was im Internet, du postest da mal was und ja, da erstens, da kannst du doch gar nichts mit verdienen und wenn du damit was verdienst, ja, das ist ja keine richtige Arbeit, das ist ja leicht verdientes Geld. So. Der Nachteil darin besteht eben zum einen, dass sowas auf die Dauer vielleicht selber einen runterzieht und dass man dann Selbstzweifel bekommt, die man vorher eigentlich nicht hatte und die man ohne solche blöden Sprüche nicht hätte. Da muss man sich ja so ein dickes Fell anlegen. Und dann ist es so, dass es oft die Gefahr birgt, dass dann dein Umfeld meint, du arbeitest zum Beispiel von zu Hause oder du machst ja nur mal irgendwo was posten oder so, dass die Leute dann meinen, du hast doch immer Zeit. So, und wenn du zu Hause bist, musst du doch immer erreichbar sein. Und wenn ich auf einen Kaffee vorbeikommen will, spontan und bei dir klingel, muss das doch in Ordnung sein. So. Und das ist es ja eben nicht, weil ich sag mal so, ich zum Beispiel mache es morgens auch so oder generell, wenn ich zum Beispiel auch einen Text schreibe oder so, wenn ich einen Text für einen Kunden schreibe, dann ist mein Handy auf lautlos und das liegt auch nicht neben dem Laptop, sondern das lege ich möglichst weit weg, dass ich nichts mitbekomme, nicht irgendwie was aufblinkt oder so oder dass ich dann mal denke, wenn ich kurz nachdenke und nicht so ganz weiter weiß, dass ich dann denke, ach, guckst du mal eben, ne, man kann das eben mal gucken, ob bei Facebook neu ist oder eben mal gucken, ob wer eine WhatsApp. Nee, weil dann bist du aus dem Fokus raus und dann schleiert das so dahin und dann hängst du irgendwo und liest was weiß ich, ein Aufreger in Anführungsstrichen und dann diskutierst du da, schreibst dir irgendeinen Post und jemand antwortet und du kommst in eine Diskussion und kommst komplett aus dem Faden und hast die Zeit vertrödelt für Dinge, die eigentlich nicht zu deinem Business oder zu deiner Arbeit gehören. So, deshalb, wie gesagt, liegt mein Handy immer weg und es ist auf lautlos. So. Ich habe das jetzt schon mehrfach gehabt, dass dann welche, wenn die dann irgendwas geschrieben haben, die haben dann irgendeine WhatsApp geschrieben, dann haben die irgendwann wohl scheinbar noch eine WhatsApp geschrieben, weil ich nicht geantwortet habe, dann haben die mir irgendwelche Sprachnachrichten geschickt. So, und wenn ich dann irgendwann entweder meine Mittagspause mache oder so, dann gucke ich aufs Handy und lenke mich da ein bisschen ab oder ich bin dann fertig oder ich sage, nee, das nächste mache ich erst wieder 1, 2 Stunden später, weil das hat noch Zeit oder was auch immer. Und ich gucke drauf, dann denke ich, was ist denn das? So, was wollen die alle? Und die haben doch gemerkt, dass ich nicht rangehe. So, und wenn man dann irgendwie antwortet, ja, wieso hast du nicht geantwortet und so, bist doch zu Hause. Bis man denen da klar macht, ich bin zwar zu Hause, aber ich bin genauso auf Arbeit, im Prinzip wie ihr. Ihr könnt ja auch nicht einfach, wenn ihr, was weiß ich, im Rewe oder sonst wo arbeitet, habt ihr auch nicht das Handy dabei und könnt ständig auf eure WhatsApp gucken und antworten oder so. Und so ist es bei mir auch, weil ich arbeite.
So, und wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Und nur weil ich zu Hause bin, heißt das ja nicht, dass ich in der Zeit dann meine Freizeit mache und immer alles sofort sehe. So, und das sind so Sachen und auch so Sprüche, die dann manchmal kommen, du, kannst du das morgen vielleicht erledigen, weil ich muss arbeiten. Ey, ja, sorry, ich muss auch arbeiten. So. Das ist also auch ein riesiger Nachteil, dass das ganz lange dauert, wenn überhaupt, bis die Leute das verstehen und du immer wieder genervt wirst oder immer wieder auch mal gestört wirst oder die Leute auf Unverständnis stoßt oder du auf Unverständnis stößt, wenn du irgendwie so was absagst oder sagst, nee, da kann ich nicht, weil da muss ich arbeiten. Ja, wieso? Du bist doch selbstständig, du kannst das doch selber einteilen und ja, kann ich, aber ich kann auch nicht ständig immer nur sagen, ich mache das so und dann verdiene ich nämlich auch nichts. Ne? Also das sind so Sachen. Und es kann halt sehr ausufern sein, dass ihr ständig euch rechtfertigen und diskutieren müsst, wie ich gerade schon gesagt habe, dass viele eben meinen, dass, ach, du machst da doch nur so ein Posting, da kommst doch entweder kein Geld von, beziehungsweise ist doch keine Arbeit. Das sind die Leute, die meistens überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. Natürlich ist es nicht groß eine Arbeit, wenn ich, was weiß ich, auf unserer Reiseteam-Seite irgendwie die Mitteilung mache, wie jetzt gerade habe ich zum Beispiel in der Mittagspause gelesen, AIDA führt jetzt auch die Boosterpflicht ein. So, natürlich ist das was, was wieder Content bereitet, da kann ich Content draus machen, sprich meine Seite damit füllen oder unsere Seite damit füllen. Erstens ist es eine wichtige Mitteilung für Kunden oder für auch Interessenten, die vielleicht eine Kreuzfahrt machen wollen, dass sie wissen, ich brauche gar nichts buchen, weil ab September muss ich die dritte Impfung haben. So. Da mache ich also Content raus und dann gucke ich eben, welches passende Bild. So, gucke da eben durch, was habe ich für eigenes Material von eigenen Reisen. Habe ich was passendes? Nein, habe ich nicht. So, dann gehe ich natürlich dort auf die Seiten, wo ich Bilder nehmen darf, die ich verwenden darf und so weiter und suche mir was raus. Das muss ich also auch schon mal machen, das kostet jetzt Zeit. Dann verfasse ich natürlich ein entsprechendes Posting, jag das immer noch mal durch den Duden. Das ist jetzt so eine Angewohnheit, erst rechtzeitig die Texte schreiben, weil ich dann immer sage, ich will, dass das durchgeht und dass da möglichst kein Fehler durchrutscht, weil es sieht ja nicht schön aus auf Business-Seiten. Es gehört sich nicht. Kann immer passieren, aber ich mache das halt so. So, das ist natürlich auch in Arbeit und die sehen halt nur, ach, das ist ein Posting und da steht mal kurz was, ach ja, die machen jetzt, da muss ich jetzt eine dritte Impfung haben. So, ne, das ist so das. Oder auch unser YouTube-Kanal für das Reiseteam, wenn ich die Sachen da zusammenschneide oder so. Das ist ja nicht alles mal in 5 Minuten gemacht und das ist viel Arbeit, die auch nicht immer sofort Ertrag gibt. Das ist ja logisch, weil nicht jedes Mal, nur weil das Video, was weiß ich, wie viel mal angeguckt wurde dort, wo ich irgendwie ein Schiff vorstelle oder wo wir ein Schiff vorstellen oder so, ist ja nicht gleich so, dass die Kunden einen in die Bude einrennen und direkt alle schreiben, ja, möchten wir buchen oder so. Ne? Das sind ja Sachen, das ist ja alles stetig und du musst es immer regelmäßig, musst du ja da was schreiben, was posten und so, damit deine Reichweite auch nicht weggeht und sowas alles. Und eher, dass du sie noch aufbaust und dadurch noch weiteren Kreis erreichst und noch mehr vielleicht Leute findest, die sagen, jo, das gefällt mir, das kaufe ich oder da buche ich oder je nachdem oder von der lasse ich mir meinen Text machen oder was auch immer. So, ne? Und das sehen die Leute nicht. Und dann wirst du oft belächelt. Ich finde das auch immer so schlimm, wie abwertend teilweise Influencer betitelt werden und wie darüber geschrieben wird, wenn so in Kommentarspalten, wenn es da wieder irgendwo ein Influencer was hatte oder so, da kommen ja immer ganz gehässige Sachen. Und ich selber finde das ganz schlimm, weil ich bin zwar ja keine Influencerin, ne? Habe nicht die Reichweite dafür und will das auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Das ist, glaube ich, was mir nicht so liegen würde. Aber ich kenne eine Freundin, die das in kleinem Stil wirklich betreibt. Das ist auch ein ganz kleines Licht im Vergleich zu den wirklichen Influencern. Aber da habe ich es dann mal mitgekriegt, was da teils hintersteckt. Und da sage ich, das ist kein leicht verdientes Geld. So, das mag so aussehen und vielleicht ist es körperlich relativ leicht verdientes Geld. Aber das ist es auch, wenn es danach geht, ist es das auch, wenn ich hier sitze und mache meine Schreibarbeiten oder so. Von daher. Mit sowas werdet ihr also auch rechnen müssen, gerade wenn ihr in dem Bereich seid oder im Network, ne, wo man dann Vorurteile hat. Also da müsst ihr ein dickes Fell euch aufbauen und diese Sachen beiseite schieben. So. Ja, das waren jetzt so die wichtigsten Vor- und Nachteile in dem Sinne. Was jetzt noch allgemein wichtig ist für die Selbstständigkeit. Natürlich solltet ihr euch darum kümmern, dass alles rechtsmäßig gut abgesichert ist, sodass ihr alles, dass ihr euch auf legalem Wege befindet. Ne? Denn sobald ihr irgendeine Tätigkeit aufnimmt, mit der ihr eine Gewinnerzielung macht oder machen wollt, die Absicht schon habt, so in etwa muss es heißen. Also es ist jetzt hier keine Rechtsberatung, das möchte ich mal klarstellen. Das darf man auch gar nicht, aber so einfach so erzählt, wie ich es angehen musste. Sprich, sobald du diese Absicht hast, mit irgendetwas Gewinne zu erzielen, ist es egal, ob du damit schon Gewinne erzielst.
Aber du hast die Absicht damit und du kriegst dadurch Gelder und dann musst du das Ganze vernünftig anmelden. Das heißt, du gehst hin und lässt dir einen Gewerbeschein machen. Vielleicht auch Freiberufler, je nachdem was. Das ist also viele Texter, die nur Texter oder so machen, die haben wohl das Ganze als Freiberufler laufen, soweit ich das mal gelesen habe. Das Beste ist immer, damit man individuell sieht, wie ist es in eurer Situation, dass ihr vorab einen Steuerberater aufsucht. Lasst euch da beraten, sagt dem, was ihr da machen wollt. Beziehungsweise wie ihr das vorhabt, welche, dass ihr vielleicht auch mehrgleisig fahrt und so, und dann beratet ihr euch und sagen, was ist es denn? Müsst ihr einen Gewerbeschein haben? Wollt ihr eher Freiberufler? Wie ist das? Ne? Kleingewerbe, beziehungsweise ne? Nach Kleinunternehmerregelung und so weiter und so fort. Das können die euch alles nur sagen, auch individuell für euch, weil das spielen so viele Faktoren mit rein. Auch seid ihr verheiratet, seid ihr beim Ehemann mitversichert, familienversichert und all sowas. Da gibt es dann bestimmte Grenzen beim Umsatz, beim Gewinn. Und das sind alles Dinge, die können euch nur ein wirklicher Fachberater auch wirklich vernünftig sagen, also ein Fachmann. Und dazu geht es zuerst zum Steuerberater, bevor ihr überhaupt irgendetwas anfangt. So, das habe ich auch gemacht. Ja, der war nicht ganz billig, allein die Beratung. Allerdings kannst du die dann auch wieder von der Steuer absetzen. So, also da die Rechnung aufbewahren und die kannst du dann, wenn du deine Einkommensteuererklärung machst, da wieder mit angeben. So, dann ist es halt so, für die meisten trifft es zu, dass man eben wirklich diese Kleinunternehmerregelung machen kann, sprich, dass ihr keine Umsatzsteuervoranmeldung machen müsst. Und dann ist es beim Thema Buchführung eigentlich auch kein Hexenwerk. Also ich kann eine ganz normale Einnahmeüberschussrechnung machen, muss immer gut aufschreiben, welche Einnahmen habe ich generiert, was habe ich vielleicht für Ausgaben, wenn ich mal irgendwo zu einem Termin fahre, wenn ich mir mal Flyer drucken lasse, wenn wir mal irgendwie einen Kurs kaufen oder so wie jetzt, wo ich sage, ich will mich da weiterbilden wegen Affiliate-Marketing und so weiter, das, die Rechnung. Sowas bewahrt man dann alles auf und das zählt dann zu den Ausgaben und dann kann man das mit einreichen. So, und bei den Einnahmen, klar, ne, je nachdem, ihr könnt euch das ja alles, ich habe es ja gerade gesagt, die meisten Portale und so, wo ich da bin, oder auch Natura Vitalis, da hat man immer entsprechend die Unterlagen, die man sich downloaden kann von seinen persönlichen Einnahmen. Und die sind auch vernünftig so, dass die anerkannt sind, dass ihr die haben könnt. Und wenn das Finanzamt irgendwann mal kommt und sagt, ich möchte das prüfen, könnt ihr die mit einreichen und das ist alles geregelt. Ne? So, wenn ihr selber für irgendwas Rechnungen schreiben müsst, dann müsst ihr euch genau informieren, was gehört da alles drauf auf diese Rechnung, wie muss das sein. Gibt es aber alles im Netz und ich bin auch ein Mensch, der total ängstlich bei sowas war und auch immer so, ja, was kommt da jetzt alles auf mich zu? Aber letztendlich war es wirklich nicht besonders schwer, zumindest in den Gefilden, in denen ich mich im Moment noch bewege. So, und wenn das irgendwann mal wirklich irgendwo durch die Decke geht, durch irgendwas, dann muss man sich halt den Steuerberater an sich gönnen, der das dann auch alles für einen regelmäßig macht. So, aber das kann man alles machen, das ist wie gesagt kein Hexenwerk und für den Anfang ist das eigentlich auch nicht relevant. Was ihr euch auf jeden Fall immer angewöhnen solltet, ist die Buchführung ordentlich zu machen und zeitnah zu machen. Also ich mache eigentlich so jeden Monat versuche ich, manchmal habe ich auch, dass ich 2 Monate dann schludern lasse und dann eintragen muss. So, aber alle 2 Monate spätestens setze ich mich dahin und mache eben diese Einnahmeüberschussrechnung für den jeweiligen Monat, dass ich dann am Ende die ganze Liste habe und das vollständige Jahr habe. Dass wenn mein Mann die ganzen Unterlagen da macht, weil er macht das mit der Einkommensteuererklärung und so, dass ich dann nicht extra noch sagen muss, oh Scheiße, jetzt muss ich erstmal gucken, was hatte ich denn wann verdient, was war denn in dem Monat, wo habe ich denn das wieder? Nein, das habe ich ordentlich, erstens ordentlich alles aufbewahrt, zweitens jeden Monat, spätestens jeden 2. Monat wieder alles ordentlich festhalten, auch besten noch immer ein paar Mal sichern, also nicht nur einmal auf den Laptop ziehen, da ist Laptop kaputt, die Datei ist weg, sondern ich habe es auch immer noch auf 2 Sticks gesichert und, dass ihr da so gar nicht in die Bredouille kommt. Das ist dann ist es auch nicht viel Aufwand und dann ist das schnell gemacht und nervt nicht. Aber wenn man schludern lässt, ich habe es einmal gehabt, dass ich es ein bisschen mehr schludern lassen habe und da habe ich gedacht, ah, nee, das kannst du nicht machen und jetzt bin ich motiviert, das immer so zu machen. Ja, wie gesagt, mit den Versicherungen und so weiter müsst ihr halt auch immer gucken, ganz klar, ihr zahlt so nichts in die Rentenversicherung ein, da muss man immer gucken, was hat man eh privat, ob es später mal eine Rente gibt, weiß man sowieso nicht. Das heißt, da muss sowieso jeder gucken, wie er für sich oder die Familie an sich gucken, wie sie vorsorgt. Da müsst ihr euch dann informieren. Gleiches gilt mit der Krankenversicherung. Ich habe es ja gerade angesprochen, je nachdem, wenn ihr familienversichert bleiben möchtet, dann gibt es da gewisse Grenzen, da müsst ihr schauen.
Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da vielleicht drüber, dann ist es immer eine gute Idee, sich immer ein bisschen was an Geldern wegzulegen. Habe ich sowieso immer gemacht, auch wenn man Steuerrückzahlung, also wenn ihr mal wieder was ans Finanzamt dann zahlen müsst oder so, weil ihr zu viel verdient habt, zu viel Plus gemacht habt. Also ich musste jetzt auch einen ganzen Batzen, mussten wir jetzt nachzahlen ans Finanzamt. Die Einnahmen letztes Jahr waren wohl zu gut. Aber ich habe das schon absehen können, weil ich eben wirklich einen langfristigen guten Auftrag für das Jahr hatte, wo ich wusste, der geht ein paar Monate mehr und das ist sehr gut bezahlt. Da war mir das schon relativ klar, das war absehbar und dann habe ich mir wirklich auch konsequent Sachen zu, oder Gelder zurückgelegt und an die gehe ich auch nicht dran. Nicht zwischendurch, da wird nichts für einen Urlaub weggenommen oder so oder für irgendwas anderes, sondern da steht ganz klar, ich schreibe mir das immer dann auf. Es ist auf dem normalen Sparkonto, also ich habe dafür jetzt nicht extra ein Konto angelegt, sondern habe da das auf einem normalen privaten Sparkonto, wo wir auch für den Urlaub sparen. Aber ich schreibe mir mal auf ein Heft auf, so und so viel hingelegt, Steuern. So, dann weiß ich immer, dieser Betrag ist schon da, der ist aber für Steuern, Versicherung, was auch immer. Da gehe ich nicht ran. Das ist ein probates Mittel, weil manche freuen sich dann des Lebens, weil, was weiß ich, einen Monat mal 2.000 Euro gewinnen, 3.000 Euro gewinnen, was auch immer, vielleicht noch mehr. Und hurra, alles verschleudert, schön Urlaub gebucht, was ja nicht schlecht ist. Ich freue mich ja immer, wenn Leute Urlaub buchen, besonders wenn sie bei uns buchen. Aber man muss dann natürlich sich im Klaren sein, das ist ja nicht dein Verdienst. Das ist ja nicht dein Gewinn in dem Sinne. Sondern ne, es muss ja noch versteuert werden. Unter Umständen muss irgendwann Krankenversicherung bezahlt werden, weil es zu viel ist und ihr nicht mehr, sonst nicht mehr krankenversichert über euren Mann seid. Das sind alles so Sachen, das müsst ihr abklären. Wo sind die Grenzen da? Was ist bei eurer Steuerklasse? Und. Und dazu, wie gesagt, ist natürlich Steuerberater immer der erste Ansprechpartner oder man informiert sich im Netz. Ja, das waren also so die wichtigen Sachen, die es so allgemein zum Thema Selbstständigkeit, selbstständig machen, die mir da so eingefallen sind, die für mich wichtig waren, die ich so sehe und die Hürden, die da waren. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, weil ihr da gerade bei seid oder so, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, rechtsverbindliche Sachen darf ich natürlich so nicht sagen, da kann ich immer nur so sagen, wie war es bei mir und geht euch da und da an der Stelle einen Rat holen. Und ansonsten, wie gesagt, kann ich immer nur dazu ermutigen, macht es, besonders dann, wenn es nicht viele Investitionen braucht und wenn ihr vielleicht sogar noch ein Sicherheitsnetz durch vielleicht den Ehegatten habt, der das Haupteinkommen generiert oder so, dann traut euch und baut euch was auf, denn es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man in Anführungsstrichen für sich arbeitet und nicht für irgendwie ein riesiges Unternehmen oder so, die euch dann von A nach B hetzen und euch behandeln manchmal wie sonst was, sondern ihr habt es dann selber in der Hand. So, das war jetzt das dritte Video, auch wieder recht lang, so habe ich sie gesplittet und alle anderen verlinke ich mit drin und dann hören wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.